Was passiert, wenn du 3 Eier pro Tag isst? Eier haben in der Gesundheits- und Fitnessgemeinschaft einen schlechten Ruf angenommen, weil sie mit Cholesterin und Gewichtszunahme in Verbindung gebracht werden. Andere sagen, dass sie für Herzinfarkt verantwortlich sein können und wenn man abnehmen will, isst man für gewöhnlich keine Eier mehr. Aber was würde passieren, wenn man 3 Eier am Tag isst? Ich könnte wetten, dass es sich beim Gedanken daran graut. Aber sei nicht so streng mit den armen Eiern. Wahrscheinlich sind dir einige Vorteile von Eiern gar nicht bewusst. Sonnenseite wird die Geheimnisse rund um die Eier knacken. Besonders Fakten zum Dotter. Außerdem wirst du zum Schluss des Videos wissen, was passiert, wenn man 3 Eier pro Tag isst. Legen wir mal alle falschen Annahmen beiseite. Stell dir vor, dass sich eine einzige Zelle in ein gesundes Küken verwandelt. Damit sowas passieren kann, muss das Ei vollgepackt mit wertvollen Nährstoffen sein. Behalte dir diesen Fakt für später auf und klick noch schnell auf Abonnieren. Aktiviere die kleine Benachrichtigungsglocke, damit du immer der Erste bist, der die neuen Videos auf der Sonnenseite des Lebens sieht. So, und jetzt geht's los. Erstens verraten wir dir alle genialen Nährstoffe, die in einem Ei stecken. Darin sind Kalorien, Proteine, gesunde Fette, Folsäure, Calcium, Zink, Phosphor, Selen und die Vitamine A, B5, B12, B2, D, E, K und B6 enthalten. Sie beinhalten auch Omega-3-Fettsäuren und Cholesterin. Puh, warte kurz, von was reden wir nochmal? Ist das eine Vitamintablette? Nope. Diese Vitamine und Nährstoffe findest du alle in einem Ei und das ist günstiger als die teuren Ergänzungsmittel. Wir haben dich noch nicht umgestimmt, oder? Also gut. Du hast sicher gehört, dass Eier, besonders der Dotter, extrem viel Cholesterin enthalten. Aber wusstest du auch, dass Cholesterin nicht nur schlecht ist? Laut der Webseite Medical News Today kommt es in jeder einzelnen Körperzelle vor. Was? Ja, diese wachsartige und fettähnliche Substanz spielt eine wichtige Rolle bei der Verdauung und der Vitamin-D-Produktion. Cholesterin unterstützt unter anderem die Produktion von Steroiden wie Testosteron, Östrogen und Cortisol. Es existieren 2 Arten von Cholesterin. Low-Density-Lipoprotein, auch LDL oder schlechtes Cholesterin, und High-Density-Lipoprotein, auch HDL oder gutes Cholesterin genannt. Die US-amerikanische Herzassoziation, AHA, erklärt den Unterschied zwischen den beiden. LDL trägt zu Fettabbau in den Arterien, bekannt als Arteriosklerose, bei und erhöht das Risiko von Herzinfarkt, Schlaganfall und periphere Gefäßkrankheiten. Im Gegensatz dazu entfernen die HDL die LDL aus den Arterien und befördern sie in die Leber, wo sie zersetzt und gänzlich vernichtet werden. Die US-amerikanische Herzassoziation beschreibt die HDL nicht auf diese Straßenraudi-Art, aber du hast verstanden, was ich meine. Je mehr HDL und je weniger LDL du hast, umso besser. Aber was für ein Typ Cholesterin ist in einem Ei enthalten? Ist es HDL? Nee. Oh nein, dann ist es ja LDL. Auch falsch. Hä? Wenn in Eiern weder schlechtes noch gutes Cholesterin enthalten ist, was ist es dann? Die Eier beinhalten auch Omega-3-Fettsäuren und Nahrungskolesterin. Doch bevor du deine wertvollen Eier einfach wegschmeißt, erklären wir dir alles ganz genau. Erstens, Omega-3-Fettsäuren sind gesunde Fette. Ja. Die National Heart Foundation von Australien gibt an, dass Omega-3-Fettsäuren den Puls und den Herzrhythmus verlangsamen können, das Risiko von Gerinnung reduzieren, den Blutdruck senken, die Funktion der Blutgefäße verbessern und den Aufbau von Plaque in den Herzarterien verzögern. Ziemlich cool, oder? In Bezug auf Nahrungskolesterin, das durch die Nahrung aufgenommen wird, konnte laut Healthline in mehreren Studien bewiesen werden, dass Eier das Risiko für Herzkrankheiten nicht erhöhen. Es scheint so, als wären sowohl Eier als auch Cholesterin der schlechten Berichterstattung zum Opfer gefallen. Obwohl sie beide gar nicht schlimm sind. Naja, außer das LDL. Da wir dir nun gezeigt haben, dass Eier harmlos sind, welche Vorteile kannst du aus ihnen ziehen? Erstens, Eier machen voll und helfen beim Abnehmen. Diese beiden Effekte gehören zusammen. Eines der Eigenschaften von sattmachendem Essen ist, dass sie reich an Proteinen sind. Ein großes Ei enthält ca. 6 Gramm hochwertiges Eiweiß, das dir dabei hilft, deine Nahrungszufuhr auch einige Stunden nach einer Mahlzeit zu reduzieren. In Folge hilft es dir bei der Gewichtsabnahme, weil du gesättigt bist und nicht so oft zum Kühlschrank gehst, wenn du dich hungrig fühlst. Nichts gegen alle, die Bagels mögen, aber laut einer Studie eignet sich ein Eierfrühstück zur Gewichtsreduktion besser als ein Bagelfrühstück. Zweitens, Eier verbessern die Augengesundheit. Gleich wirst du Eidotter in einem neuen, besseren Licht sehen. Warum? In Eidotter ist Lutein enthalten, was das Risiko für altersbedingte Netzhautdegeneration sowie grauen Star verringert. Darin befindet sich ein Zeaxanthin-Anteil, der vor der schädlichen UV-Einstrahlung schützt. Ebenso können Eier gemäß dem Eierernährungsrat, genau, der Rat hat gesprochen, die Augen vor Schädigungen der Netzhaut bewahren, weil sie reich an Omega-3-Fettsäuren sind.
Haben wir irgendein wichtiges Detail verpasst? Ah, in Eiern kommt viel Vitamin A vor, das die Hornhaut schützt, sowie Zink, das sich positiv auf die Gesundheit der Netzhaut auswirkt und das Nachtsehen verbessert. Drittens, Eier halten die Knochen gesund. Eine vom Institut für Nahrung und Technologie an der Universität Hanseo durchgeführte Studie legt nahe, dass Eidotter, den Knochenstoffwechsel verbessert und die Osteoporose vorbeugt. Außerdem enthalten ganze Eier Vitamin D, das die Knochen schützt, Phosphor, das die Knochen gesund hält und Calcium, was die Dichte der Knochen erhöht. Viertens, Eier verhindern Eisenmangel. Was ist Eisenmangel und welche Auswirkungen hat er auf deinen Körper? Er ist die Folge von zu wenig Eisen im Körper und wenig Eisen kann zu einer ebenso geringen Menge an roten Blutkörperchen führen. Eisen wird dazu benötigt, um Hämoglobin zu produzieren, der Teil der roten Blutkörperchen, der Sauerstoff im ganzen Körper verteilt. Wie führst du die richtige Menge an Eisen zu? Na? Eier essen. Richtig gehört, sie sind eine Eisenquelle. Fünftens, Eier helfen bei der Entwicklung des Gehirns von Kleinkindern und Föten. Eier sind nicht nur für Erwachsene und Kinder gesundheitsfördernd, sondern auch für Föten. Das in Eiern enthaltene Cholin wirkt sich positiv auf die Gehirnentwicklung der Föten aus. Die Dotter können auch gegen Geburtsfehler während der Schwangerschaft wirken. Vitamin B ist für die Ausbildung der Wirbelsäule und des Nervensystems des Fötus wichtig. Laut einer Studie können sie auch zur Vorbeugung von Brustkrebs dienen. Eier sind also eine richtige Hirnnahrung, wenn man so will. Wow, Eier werden wirklich unterschätzt, beziehungsweise von vielen Menschen falsch gesehen. Wenn man genauer hinsieht, sind Eier nicht das Problem. Wir sollten eher darauf achten, mit welchen Lebensmitteln wir Eier kombinieren, die in gesättigten Fetten und Transfetten nur so schwimmen. Zum Beispiel Eier mit Schinken, Speck oder Hotdogs. Dies erkannte die National Heart Foundation von Australien und sie empfehlen, die Eier mit einer gesunden Alternative zu verspeisen. Aber denk dran, dass nicht alle Eier gleich sind. Wie wählst du das richtige Ei aus? Das ist eine knifflige Frage. Laut Healthline gibt es 4 Typen von Eiern, die nach Ort und Futterstelle der Hühner untergliedert werden. Gewöhnliche Eier. Den Hühnern wird Korn gefüttert und die Eier gibt es im Supermarkt. Bio-Eier. Die Eier bekommen biologisch hergestelltes Futter und werden nicht mit Hormonen behandelt. Freilandeier. Die Hühner können frei herumlaufen und natürliches Futter wie Pflanzen und Insekten essen. Und mit Omega-3 angereicherte Eier. Unter das Futter der Hühner wird Leinsamen gemischt, eine Omega-3-Quelle. Welches würdest du nehmen? Sag uns deine Meinung. Oh, du hast keine Ahnung? Das ist kein Problem. Wir helfen dir dabei, die Eier zu bewerten. Zu Beginn die, die am wenigsten gesund sind. Erstens gewöhnliche, zweitens Bio, drittens Omega-3 angereichert und viertens Freiland. Wenn du die letzten 3 Optionen nicht finden kannst, dann ist es schon in Ordnung, mal im Supermarkt Eier einzukaufen. Solltest du beachten, wie du dein Ei kochst, da es auch einen Standard zum richtigen Typ von Eiern gibt? Das Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten meint, dass es egal ist, ob man die Eier pochiert, backt, verrührt, hart gekocht, genießt oder Spiegeleier macht. Stellt sicher, dass auch der Dotter beim Kochen fest wird. Wie steht's um die Debatte rund um weiße und braune Eier? Welche sind gesünder? Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen ihnen? Kennst du diese Logik? Brauner Reis, brauner Zucker? Also sind braune Eier am besten? Aber wusstest du, dass es blaue oder blau-grüne Eier gibt? Eieiei. Zurück zu der Frage bezüglich brauner oder weißer Eier. Tatsächlich ist das ganz egal. Braune und weiße Eier haben gemäß dem US-amerikanischen Landwirtschaftsministerium denselben Ernährungswert. Damit wurden alle bisherigen Vorurteile auf Eis gelegt. Nun zur großen Frage. Was passiert, wenn du 3 Eier pro Tag isst? Wir haben geklärt, dass Eier gut für die Gesundheit sind, aber wie viele darf man am Tag essen? Was ist die normale oder empfohlene Anzahl beim Verzehr von Eiern? Aus einer Studie des Instituts für Ernährungswissenschaften an der Universität von Connecticut ging hervor, dass der Anstieg von gutem Cholesterin und die Reduzierung von schlechtem Cholesterin bei einer Person, die 3 Eier pro Tag isst, höher sein dürfte als bei einer Person, die dieselbe Menge an Eierersatz zu sich nimmt. Das ist doch super! Die National Health Service von Großbritannien stellt fest, dass es keine empfohlene Verzehrmenge gibt. Das heißt, iss so viel du kannst. Auf der anderen Seite wird im amerikanischen Journal of Clinical Nutrition ein Maximum von 12 Eiern pro Woche empfohlen. Die National Heart Foundation von Australien beschränkt die Anzahl auf 6 bis 7 Eier pro Woche. Abgesehen von der Menge ist die Nachricht klar. Es ist unbedenklich und gesund, Eier zu essen. Das wird von mehreren Gesundheitsbehörden und Instituten bestätigt. Eier wurden viele Jahre zu Unrecht durch die Werbung oder unverlässliche Studien schlecht gemacht. Wir hoffen, dass dieses Video einige Mythen aufdecken konnte und die Eier schlussendlich da landen, wo sie hingehören. Auf deinen Teller. Weißt du, wo man Freilandeier kaufen kann? Sei so gut und sag's uns in den Comments. Das Video hat dir gefallen? Dann gib uns einen Like und teil's mit deiner Familie und deinen Freunden, damit sie ebenfalls diese
eitastischen Fakten über Eier erfahren. Wir sehen uns.